Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Tales Edgar Allan Poe's Morella. So, wir müssen uns hier, glaube ich, umschauen. Haben wir, glaube ich, noch nicht ganz gemacht, ne? Der Kristall steckt fest. Ich brauche ein Hilfsmittel, um ihn herauszuholen. Ich glaube, ich habe nichts. Ich dachte, vielleicht mit Gegenhauen oder so, Schlossemblem. Verehrte, großzügige und besorgte Besucher über eine Spende zur Restaurierung unseres wunderbaren Zirkus Springbrunns würden wir uns sehr freuen. Und so sah der Brunnen vorher aus. Oh, wie schade, der Brunnen ist kaputt. Vielleicht kann ich ihn reparieren. Was siehst du? Sowas machen wir neuerdings auch. Der Affe interessiert sich nur für die Eintrittskarte. Ja. Bon Appetit. Wer bekommt? Achso, er hat sie gestempelt sozusagen, ja. Was bitte? Die Aufführung hat noch nicht angefangen. Ich muss erst meinen Platz finden. Und wie finde ich den? Steht das nicht auf der Eintrittskarte? Schlossemblem? Osche? Achso, okay. Ich glaube, die sitzt ja runter, um Paare zu finden. Ja, ist gut. Ah, hatten wir den schon? Nee, aber den hatten wir. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ich hatte dich. 7. Oh, das weiß ich gerade nicht. Das hier ist mein Platz. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to the mysterious fortune teller, Madame Beauvoir. Madame will say a ticket number, and its lucky owner will find out all the mysteries of their future. Number 7. So ein Zufall. Bin ich das? Ich sollte meine Eintrittskarte checken. Tja. Ja, keine Ahnung, der Affe hat da reingebissen. Morella? That can't be true. I said I didn't know anything. Leave me alone. Die Wahrsagerin weiß etwas. Anscheinend mag sie uns nicht sonderlich. Was soll ich hier? Soll ich hier was machen? Oh nein, der Kristall ist zersprungen. Vielleicht kann ich ihn ersetzen, wenn ich die anderen platziert habe. Ach so. Dann. Haben wir den Kristall? Hier, ich habe so eine Puppe. Geht das auch? Ich glaube, das geht nicht. Nee. Habe ich gerade nicht. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Mal gucken, ein Auge rein. Wo ein Zauberhut ist, kann das Kaninchen nicht weit sein. Ich könnte auch den Ballon und die Gummiente verwenden. Was für ein Ballon denn? Diesen Ballon? Hier, da ist doch ein Häschen. Die Kanonenkugel ist festgekettet. Mm-hmm.
Ich habe eine Banane gezaubert. Ist das nicht toll? Ich alles kann. Tada! Na? Okay. So viel zum Kaninchen, aber mehr kann ich hier gar nicht reinmachen, oder? Gummiende. Kann ich von den Gegenständen hier noch was reinmachen? Ich habe eine Banane. Brauche ich wirklich eine Banane? Das geht aber alles nicht. Nun gut. Die ist festgekettet, ja. Schlossemblem. Ich habe aber nichts, was ich hier machen könnte. Warte, lass uns mal eben hier schauen. Ach, hier! Irgendwie hoch kann eine Kanone schießen. Das weiß ich doch nicht. Da hast du die Ente. Oh. Gebratene Ente. Eine Hantel. Na? Kleines Häschen. Oh, guck mal da. Ja. Mach mal zu. Ah, mach zu. Das ist gesünder. Kein Riegel. Ja. Dann leben wir lieber gefährlich anscheinend. Was hatte ich jetzt hier nochmal eingesammelt? Schaufel. Ach, hier haben wir ja auch noch Aufgaben, ne? Hier kommt ein Stern hin. Ich glaube aber, hier können wir gerade nichts machen. Und hier oben. Ich weiß nicht, mit den Koffern, keine Ahnung. Das hier war durch. Ich weiß nicht ganz genau, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt. Eine Banane? Oh, du hattest ja was. Käfigriegel. Wie süß, der Hase. Okay, jetzt. Hier, guck mal. Nein, ich wollte doch den Hasen. Voll niedlich. So, jetzt können wir uns hier auch umschauen. Ich habe gar nicht gesehen, dass der Affe irgendwas hat. Oh nein. Es ist wieder soweit. Morella mischt sich schon wieder ein. Sie kann es einfach... Was? Kann mich einfach nicht in Ruhe lassen. Nee, ganz offensichtlich. Muss ich hier wieder was machen? Ich muss mich auf das Amulett konzentrieren und ihre zerstörerische Magie neutralisieren. Achso, ja, okay. Ach, das müssen wir jetzt andauernd machen. Ach, Mensch. Und das Ganze nochmal. Hatten wir ja schon. Mit weitaus weniger Symbolen. Der Sound. Wo ist das? Da. Also dieses komische E. Das.
Was? Das? Okay. Maßband. Hier fehlt was. Und ein Ohrring. Was auch immer ich damit anstellen soll. Ah, die ist festgekettet. Das... Was? Das Schlüssel hängt zu weit oben. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ja. Oh. Entschuldigung. Kann ich ihn wieder reparieren? Okay, ich muss den Pose optimieren. Na, ist das nicht so schon richtig? Manchmal ist ja auch nur ein kleines bisschen anders. Ah, okay, warte. Ah, clever, clever. So. Kommen wir da nicht ran? Festgekettet. Ketten kann man eigentlich aufschließen. Und da haben wir eine Kanonenkugel. So, warte mal, du kriegst erstmal deine Federn. Ah, Kopfschmuck scheint noch nicht fertig zu sein. Puh, was kommt denn da noch hin? Weiß ich gerade nicht. Scheint etwas durcheinander geraten zu sein, ja. Kommt der Ohrring hier vielleicht auch irgendwo hin, aber zu wem? Hm. Und da macht sie auch nicht wirklich was. Oh, der ist ja kaputt gegangen. Warte mal. Geht nicht mit der Brosche. Na gut, da gucken wir uns erstmal die Kugel an. Die Hase ist so süß. Oh nein, da fehlt ja noch. Gut, dann haben wir hier noch einen Schlüssel. Ein Schlüssel für was? Wofür brauchten wir noch einen? Ach so, hier doch. Warte mal. Da oben. So, jetzt müsste es. Hallo? Habe ich jetzt alle drei auf einmal reingemacht? Zünde alle Zündschnüre mit Hilfe der Kanonenkugel an und finde den Weg aus dem Labyrinth. Was? Wie? Oh! Okay. Aber ich brauche ein bisschen mehr Gefühl dafür. Okay, ich glaube, ich verstehe. So, der nächste ist. Wir hätten auch besser unten lang gehen können. Lustiges Rätsel. Okay, aber gleich geschafft. Ah, komme ich ja nicht raus. Nochmal? Okay.
Nein. Hä, wieso? So gehst du jetzt hier hin? Weiß nicht, vielleicht reagiert meine Maus manchmal auch nicht. Meine Maus hat sich leider nicht viel geändert. Nein, komm da runter. Wieso gehst du hoch? Du sollst runterkommen. Hier runter. Danke. Okay. Jetzt muss ich gleich erstmal gucken. Nee. Ich weiß nicht, was er hier immer macht. Das ist eigentlich nicht mein Plan, aber okay. So, jetzt. So, jetzt könnten wir natürlich... Oh Gott, von mir aus. Vielleicht auch besser so, dann ist der schon mal weg. Und nochmal das Ganze. Achso, warte mal. Sind hier lang. Nicht verwirren lassen. So. Das war sie schneller als ich. So, und jetzt hier oben rein. Und ich möchte hier auch wieder raus. Dankeschön. Na komm. Ja. Ich glaube manchmal, wenn man zu früh drückt, dann nimmt sie den falschen Ausgang. Such, Häschen, such. Willst du nicht haben? So, und hier haben wir einen Ball. Ne, hierfür brauchten wir ein Auge. Was machen wir jetzt mit dem Ball? Hier kommen wir gar nicht mehr ran. Ach, warte mal, was wir auch noch versuchen könnten. Oh. Hallo? Oh, please. Water. Ja. Ich habe nur ein Glas. Wo kriegen wir denn Wasser her? Nee, das interessiert mich jetzt gerade ehrlich gesagt weniger. Haben wir hier draußen Wasser?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hier haben wir auch kein Wasser. Und hier haben wir auch kein Wasser. Wo kriege ich denn Wasser her? Aber vielleicht können wir irgendetwas anderes machen. Wir haben jetzt ja noch den Ball. Auch wenn ich noch nicht weiß, was ich damit machen soll, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, kommt hier nochmal so eine Büste hin? Nennt man die auch Büste? Ich glaube schon, ne? Wenn es einfach nur so ein Kopf ist. Maßband. Passt hier noch irgendwas zu? Okay. Ich fand eigentlich, dass sie das ganz gut stand, aber naja. Was soll's? Den Piraten. Oh nein. Uns fehlt eine Maske. Wie schade. Ich habe keine Maske. Hast du hier noch irgendwas rumliegen? Hast du eine Maske? Sie will Wasser haben. Ja, damit kann ich aber gerade nicht dienen. Müssen wir uns nochmal umschauen. Hier waren wir durch. Hier fehlt uns das Auge. Hier fehlt uns noch irgendein Kristall, den wir nicht haben. Hier kann ich schon gar nicht mehr ran. Jetzt haben wir Wasser. Sehr schön, das geben wir ihr nochmal eben. It's strange, but I feel a struggle between two souls going on in this body. You're not Mirella, yet I see her in you. Wer ist Mirella? Können Sie mir helfen? Oh, it was so long ago. Nobody remembers the actual truth. The only thing I know is that Mirella was a clairvoyant in our circus more than 100 years ago. But she sold her soul to evil in exchange for eternal life. So. I don't know how to help you get rid of Mirella's spirit, but perhaps I can read it from your palm. Darling, give me your hand. Wähle die Karte aus und finde die Linie, die mit denen deiner Handfläche übereinstimmt. Sie werden blau auf deiner Hand markiert, wenn du die richtige Linie auf der Karte wählst. Also, nee, ist auch nicht das Richtige. Hier kann ich mir die anderen angucken, ja? Awaits you. Your body will live to serve the evil, but your soul will die before dawn. Was kann ich dagegen tun? However, you have a chance to change things. Here, take this hourglass. I connected it to you. Now it shows how much time you have left to change your destiny. Hurry, the last grain of sand will fall at dawn, and it will be too late.
Ja, super, setz mich unter Druck. Können Sie mir sagen, wie ich Morellas Geist aus meinem Körper verbanne? We need to know more about Morella's history. I feel her presence here. I'll try to see her past in my magic ball. But I left it at the arena. Oh, please bring it to me. Here's the key. Okay, vielen Dank. Und hier haben wir die Glaskugel. Die nehmen wir. Oh. Ja, da können wir noch wegen der Kette ran. Ein Stern. Wofür brauchten wir denn? Ach so, ich weiß schon. Okay, die Glaskugel geben wir ihr aber erst im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.